In Kürze also das Hauptproblem, das wir jetzt in Kroatien haben, aber alles, was ich über Kroatien sage, kann man auch für Serbien, Bosnien und weitere Teile von Südosteuropa fast identisch bemerken. Also unser Hauptproblem seit der EU-Beitritt ist die Auswanderung von jungen Menschen. Professor Juric, ich muss einmal ganz kurz unterbrechen. Sie hatten ja darum gebeten, dass wir diesen Vortrag aufzeichnen. Ich würde das jetzt tun, nehme okay. auf. Wenn okay, jemand nicht Dank. Einverstanden ist damit, bitte einfach Video deaktivieren, Papier vors Gesicht halten oder so etwas. Aber wir würden es gerne aufnehmen, ja? Aha, okay. So. Danke. Also unser Hauptproblem heute in Kroatien ist die Auswanderung der jungen Menschen. Darunter verstehen wir die Menschen von 20 bis 40 Jahren. Die meisten, also ein Drittel, sind hochschulausgebildet. Das haben wir in unseren Studien, die wir in Deutschland gemacht haben, also bemerkt. Also wir haben eine Studie mit 1200 Probanden, die in der neueren Zeit, also seit 2013 ausgewandert sind, also gemacht. Und ein Teil dieser Präsentation wird also die Einsicht in diese Studie sein. Meine Idee ist, diesen Vortrag in drei kurzen Teilen zu gliedern. Der erste Teil ist ein bisschen, gehen wir in die Vergangenheit und sehen, warum ist die sogenannte Gastarbeiter-Emigrationsära verbunden mit heutiger Emigration von Kroaten sind. Dann werden wir die Gegenwart behandeln und dann die Zukunft der Auswanderung aus Südosteuropa und natürlich das alles in 20 Minuten. Jetzt habe ich schon zwei also verloren, das weiß ich. Okay. Zwei Hauptprobleme. Auf einer Seite haben wir eine große Korruption in ganz Südosteuropa. Auf der anderen Seite haben wir Deutschland, das viel freie Arbeitsplätze hat, beziehungsweise in den nächsten 10 Jahren haben wird. Das sind die zwei Prämissen, also die wir behandeln. Es gibt noch mehrere, aber die zwei sind in dieser kurzen Zeit nur möglich zu behandeln. Also während Kroatien, Serbien und Bosnien und Herzegowina sozial, moralisch und wirtschaftlich zusammenbrechen, besonders jetzt während der Corona-Krise, auf der anderen Seite haben wir Deutschland, das bald in 10 Jahren also 16 Millionen Arbeitnehmer brauchen wird. Wie wir alle wissen, die deutsche Babyboom-Generation kommt jetzt bald in die Rente. Und das ergibt also 16 Millionen neue Arbeitsplätze. Wenn wir das vergleichen mit kleinen Wirtschaften, wie zum Beispiel Kroatien, wo es nur 1.300.000 Arbeitsplätze gibt, glaube ich, dass dieser Vergleich vieles für sich alleine sagt. Auf jeden Fall, die Länder des westlichen Balkans werden zur Hauptexporteure von Arbeitskräften nach Deutschland. Und das dritte Problem ist, dass die EU dieses Problem, also das demografische Problem in der EU, nicht politisch ansprechen will. Darüber werden wir noch ein paar Worte später sagen. Auf jeden Fall ist der grundlegende Kampf heute in der EU der Kampf um Ressourcen, den Menschen, ja, den jungen Menschen. Okay, jetzt drei, vier Slides über die Vergangenheit.
und warum das für die heutige Situation wichtig ist. Also bei der Auswanderungswelle aus Jugoslawien wurden die meisten Kroaten ausgewandert. Das werden wir später in einer Tabelle sehen. Die Situation in Jugoslawien, also jetzt sprechen wir über die 1960er, war gekennzeichnet von Beschlagnahme von Eigentum, Verstaatlichung, verschiedene auch politische Verfahren, also Strafverfahren. Wirtschaftsreformen in Jugoslawien führten zu einer Stagnation der Landwirtschaft und die meisten Kroaten, die von der Landwirtschaft lebten, hatten keine andere Lösung als auszuwandern. Diese Auswanderung war zuerst illegal und 1968 hat Jugoslawien mit Deutschland einen Vertrag unterschrieben über den Austausch von Arbeitskräften, das heißt Einfuhr von Arbeitskräften aus Jugoslawien. Und jetzt werden wir gleich sehen, also diese Gemeinden, die grün gezeichnet sind, also mehr grün gezeichnet sind, das sind meistens kroatische Gemeinden in der ehemaligen Jugoslawien. Das sind die Teile von Herzegowina und dann hier sehen wir das ganze Kroatien. Auf der anderen Seite sehen wir Serbien, wo die Auswanderung viel kleiner war. Also von allen Ausgewanderten sozusagen Jugoslawen waren eine Hälfte Kroaten. Jetzt sehen wir in der Tabelle nur kurz, also 5,2% von der gesamten Bevölkerung sind nach Deutschland ausgewandert, aus Kroatien. Zur gleichen Zeit aus Serbien waren das 2,2%. Es gab auch Gebiete, zum Beispiel Herzegowina, wo es sogar 5,9% und die auch Kroaten, das ist also Teil von Bosnien und Herzegowina. Jetzt diesen emotionalen Aspekt oder psychologischen Aspekt der Trauma, mit welchen sich Migranten also bei der Auswanderung konfrontieren müssen und so weiter, werden wir jetzt nicht behandeln. Auf jeden Fall das beständigste Klischee aller dieser Gastarbeiter war, wir werden zurückkehren. Jetzt haben wir gesehen, die sind nie zurückgekehrt oder nur ein kleiner Teil und zwar von der Rentner. Das ist besonders jetzt angeht. Jetzt, wenn wir vergleichen die Gegenwart, also zum Beispiel, wir haben verglichen die Zeitschriften aus Jugoslawien aus den Jahren 1970er mit den Zeitschriften aus Kroatien vom letzten Jahr, also 2020 und 2019, wir sehen die fast gleiche Überschrift. Jetzt können wir das nicht behandeln, aber Hauptthese ist, dass eigentlich hier dreht sich alles in einen Kreis. Das Gleiche, was passierte in 1970er, passiert jetzt wieder. Und das sehen wir durch Komparation von exakten Texten, die fast exakt sind, also fast gleich sind während der 70er in Jugoslawien und heute. Bei der kurzen also Komparation von Gegenwart und Vergangenheit der Auswanderung, wir sehen, dass heute mehr Kroaten ausgewandert sind als während der Zeit des Jugoslawien. Also 400.000 sind heute ausgewandert, in Jugoslawien waren es 350.000. Ich muss noch bemerken, dass Kroatien jetzt unter 4 Millionen Einwohner hat, sodass es geht eigentlich um 10% der gesamten Bevölkerung.
Was gleich zwischen ehemaligen Jugoslawien und heutigen Kroatien ist, ist, dass die Auswanderung, also das Land von dem Druck der Arbeitslosen befreite, sodass für Politik ist die Auswanderung eigentlich ein positives Phänomen. Die Jugend ist ein Merkmal dieser und jener Welle der Auswanderung. Zum Beispiel die Gehälter in Deutschland waren sowohl während dieser 70er als auch heute dreimal höher als heute in Kroatien bzw. damals in Jugoslawien. Aber was wichtig ist, also früher waren Armut und Arbeitslosigkeit die Hauptfaktoren der Auswanderung. Heute sind es die Ungerechtigkeit und ein Hoffnungsverlust in kroatischer Gesellschaft. Das meistens mit der Perzeption der Korruption im Lande verbunden ist. Auch können wir sehen, dass frühere Gastarbeiter sagten, also zu 80% sagten, sie wollen zurückkehren, jetzt wollen das nur 15%. Und das ist jetzt mein Hauptpunkt, diese Auswanderung. Auswanderungswelle der 60er und 70er ermöglichte auch diese Auswanderungswelle, weil es gibt fast kein Haus in Bosnien und Herzegowina oder Kroatien, wo ein Mitglied der Familie nicht in Deutschland lebt. Das heißt, viele Cousins, Nachbarn, Freunde, Brüder, Schwestern und so weiter, und sie ermöglichen auch die heutige Migration. Und wir müssen bedenken, dass dies der Fall nicht war bei Slowakei, Tschechien und anderen osteuropäischen Ländern, die zur Zeit des Kommunismus nicht die Möglichkeit hatten, also diese nach Deutschland ja, zu kommen, zu arbeiten. Das war Privilegium nur von Jugoslawien. Jugoslawien war das einzige kommunistische Land, das das also ermöglichte. Okay, jetzt kommen wir zur Gegenwart. Gegenwärtig, also was ich hervorheben möchte, ist diese Rate, die sehr, sehr steigt seit Mitgliedschaft Kroatiens in der EU. Wir sehen, im Jahre 2010 waren es unter 5000 Kroaten, die nach Deutschland auswanderten. Und heute, also die letzten 5 Jahre, sind es um 50.000. Also 2015 hat Deutschland diese Restriktionen für Arbeit aus Kroatien annulliert. Und wir sehen, ab diesem Jahr sind es jedes Jahr um 50.000. Heute zur Zeit von Corona-Krise sogar, also es ist nur 40% diese Rate heruntergefallen. Wir sehen, das ist die erste Hälfte, das sind die Angaben von Bundesamt für Migration, und Flüchtlinge, BAMF, also 13.000. bis zur Juni 2020. Das heißt, im Vergleich zu anderen Jahren ein Fall von 40%. Aber wir müssen uns jetzt fragen, wenn sogar nicht die Corona-Krise die Auswanderung gestoppt hat, mit allen diesen Restriktionen an Grenzen, Covid-Tests und so weiter. Was erwartet eigentlich Kroatien, aber auch Serbien, Bosnien-Herzegowina und andere Teile von Südosteuropa, wenn diese Krise vorbei wird? Nach Umfragen, die meisten Menschen, also in Kroatien, aber auch in Serbien, Bosnien, denken, dass die eigenen Länder in den nächsten 10 Jahren sich nicht erholen werden. Das ist die Perzeption der Bürger. Und sie glauben, dass Deutschland auf jeden Fall viel früher sich erholen wird von der Krise. Und das ist ein neuer Problem, das zu einem neuen Schub von Auswanderung bringt.
Später werde ich noch ein paar Worte über, generell über die Arbeiter sagen. Jetzt nur noch kurz zur Statistiken. Herr Demmele, wie viel Zeit habe ich noch? Ich glaube, noch 10 Minuten. Ich glaube, wir sind sonst gut in der Zeit. Noch 10 Minuten bitte, maximal. Okay, ja? Okay, danke. Dankeschön. Wenn wir sehen, die Rate steigt jedes Jahr von also angemeldeten Kroaten in Deutschland. Jetzt momentan sind es 420.000 Kroaten in Deutschland angemeldet. Die Statistiken von kroatischen, also Statistisches Amt und europäischen zeigen völlig andere Angaben. Und zwar die kroatischen zeigen ungefähr 30% weniger Ausgewanderte, als das der Statis oder BAMF oder Eurostat zeigt. Das ist jetzt ein besonderes Problem. Nur glaube ich, ist wichtig, das auch zu wenigstens zu erwähnen. Jetzt, wenn wir wieder sehen, was die Befragten sagen, warum sie nach Deutschland auswandern, können wir wieder zur Schlussfolgerung kommen, dass mehr die Push-Faktoren dazu beitragen, zu auswandern, auszuwandern, als die Pull-Faktoren in Deutschland. Beziehungsweise die Befragten sagen, wir sind ausgewandert wegen inkompetenter Regierungen, korrupter Politik, aber auch Arbeitsbedingungen und so weiter. Jetzt werden wir nicht mehr das in Details, aber am Ende erwähne ich einen Link, wo man das alles, wen das interessiert, genauer sehen oder studieren könnte. Was jetzt wichtig ist, alle Befragten betonen das Leben in Deutschland mit einer Note 4 oder 5, beziehungsweise sehr gut und gut. Das bezüglich der Arbeitsbedingungen, Wohnung und so weiter. Also man kann sagen, die über 80% sind sehr zufrieden oder zufrieden mit dem Leben in Deutschland. Wenn wir sie fragen, warum werden die, wollt ihr nicht zurückkehren, dann sagen die wieder wegen der Politik, wieder so sind diese soziopolitische Beweggründe im Vordergrund, nicht die wirtschaftlichen. Aber natürlich ist die Wirtschaft auch mit der Politik und Korruption verbunden. Und wir wollen jetzt nicht diese Beweggründe als nicht wichtig erklären. Jetzt sehen wir die Folgen, was das für Folgen für Kroatien hat, aber auch Südosteuropa generell. Der letzte UNO-Bericht von 2020 hat Kroatien und Bosnien-Herzegowina zu fünf der dramatischsten demografischen Entwicklungen bezeichnet. Generell die ganze Region Balkan oder Westbalkan gehört zur dramatischsten demografischen Region in der Welt. Das heißt, die jungen Leute, die jungen Menschen auswandern, aber zur gleichen Zeit ältert die Gesellschaft und es gibt keine neuen Geburten, beziehungsweise die Geburtsrate ist, weiße Plagg oder wie sagt man das auf Deutschland? Auf Deutsch auf jeden Fall. Jetzt sehen wir, welche Folgen die Auswanderung seit EU-Beitritts Kroatiens auf Ausbildungssystem in Kroatien hat. Also 2013 waren in Kroatien 510.000 Schüler.
Im letzten Jahr für 160.000, also 50.000 Schüler weniger. Das heißt, fast 10% Schüler weniger in nur 7 Jahren. Natürlich, es werden immer weniger geboren, aber viele sind auch ausgewandert. Unsere These ist, dass eigentlich Kroatien heute 10% mehr Schüler und Kinder generell hätte, wenn es nicht so große Auswanderungswelle gäbe. Und ich möchte auch hervorheben, dass die meisten Ausgewanderten nach Deutschland auswandern. Also 90% aller ausgewanderten Kroaten wandern nach Deutschland aus. Und nur 10% in alle anderen Länder wie Schweden oder Irland, Kanada und so weiter. Zur gleichen Zeit haben wir also in Kroatien ein Rentensystem, das rapide steigt. Also in den letzten 7 Jahren hat Kroatien 50.000 Schüler verloren, aber 50.000 neue Rentner bekommen. Und jetzt ist der, wie sagt man das? Also es gibt einen, 1,2 Arbeiter auf einen Rentner. Normalerweise in einem gesunden Rentensystem sollte es wenigstens 3 Arbeiter auf einen Rentner kommen. Und das kommt jetzt zu dieser demografischen, warum diese Auswanderung und Demografie generell verheerende Folgen für Kroatien haben wird, aber auch generell Südosteuropa, ist genau wegen diesem Rentensystem, den keiner mehr füllen kann, weil es keine Kinder und Jugendliche generell gibt. Die zweite Folge, die ich betonen möchte, ist die Auswanderung der Krankenschwester und Ärzte, besonders in dieser Covid-Zeiten. Wir sehen, aus Kroatien ist jede vierte Krankenschwester nach Deutschland ausgewandert, wieder in den letzten 10 Jahren. Und jetzt haben wir während dieser Krise gesehen, wie wichtig es ist, Krankenschwester zu haben. Und jetzt haben wir auch bemerkt, dass Kroatien in den nächsten 5 Jahren ein Drittel aller Ärzte verlieren wird. Das heißt, die meisten Ärzte werden in die Rente eigentlich gehen. Und diejenigen, die jung sind und jetzt das Studium beendet haben, sind ausgewandert. Und das ist auch Brain Drain und weitere Folgen. Aber wieder kommen wir zu Deutschland, dass 37% aller Belegschaft im Medizinsystem in den nächsten 10 Jahren ebenfalls verliert. Wieder, weil diese Babyboom-Generation kommt in das Rentenalter. Und auf der anderen Seite, in Deutschland gibt es keine, nicht genug ausgebildete Altenpfleger und Krankenpfleger. Und jetzt kommen wir wieder zu dieser Problematik, also des Angebots und Anfrage. Noch ein paar Worte nur noch dazu. Hier sehen wir... Noch 3 Minuten bitte, ja? Dann sonst können wir nicht in den Austausch kommen. Okay, ich brauche auch nicht länger. Kurz noch zu einem Grafikon, das deutlich zeigt, was ist die Lage von wie ist die Lage von Arbeitnehmern aus Ausland in Deutschland? Das sind die Angaben von Deutscher Arbeitsagentur aus 2020. Während der Pandemie sehen wir hier, das ist also die blaue Linie, zeigt einen rapiden Anstieg von Arbeitslosen bei den Ausländern, aber bei den Deutschen nicht so großen Anstieg. Und dann sehen wir wieder, dass die Arbeitsmigranten
schon diskriminiert sind. Natürlich, die arbeiten in verschiedenen Branchen, die mehr getroffen sind, wie Hotelgewerbe, Gastgewerbe und so weiter. Aber trotzdem glaube ich, dass diese Statistik klar für sich sagt. Ungefähr arbeiten vom Westen Balkan in Deutschland momentan 500.000 Arbeitnehmer. Aus Kroatien sind es noch also 190.000. Und jetzt kommen wir zur Zukunft, und das ist das Ende, auch zwei Minuten. Wir haben uns mit neuen digitalen Demografie gefragt, kann man die Zukunft der Auswanderung hervorsehen. Dazu haben wir verschiedene Sozialnetzwerke, aber auch Google Trends benutzt. Und wir haben viele Indizien, dass die Auswanderung weiterhin in starkem Maße verläuft. Wie wir das beweisen, ist anhand zum Beispiel dieser Grafiken. Wenn wir schauen, was die Kroaten googeln, wir sehen, dass googeln von dem Begriff Bewerbung, also auf Deutsch Bewerbung, im Vergleich zu googeln des gleichen Begriffs auf Kroatisch, Samol Vaza Posao, rapide steigt. Das sehen wir hier. Bewerbung ist blau und rot ist Samol Vaza Posao. Das müssen Sie sich vorstellen, dass das in Kroatien die Suchbegriffe sind. Also die Kroaten googeln mehr die deutschen Begriffe, die verbunden sind mit Arbeitsplätzen in generell, als mit Arbeitsplätzen in Kroatien. Jetzt können wir das nicht weiter vertiefen, aber noch ein Beispiel, wie diese digitale Demografie in diesem Fall zu gebrauchen ist. Zum Beispiel, wir haben nachgesehen, wie viele Benutzer in München und generell in Deutschland, aber hier ist, sind die Bilder für München, also Facebook auf Kroatisch in München benutzen. Und wir sehen, in 2019 waren es 60.000 bis 70.000, aber schon in 2020 waren es 10.000 mehr. Natürlich, hier gibt es bestimmte Beschränkungen, also jemand kann doppelte Profile haben und so weiter. Aber trotzdem, man sieht nach diesen sozialen Netzwerken auch einen enormen Anstieg von Benutzern, die auf Kroatisch Facebook benutzen. Aber auch bei Instagram kann man das nachsehen und so weiter. Und jetzt der letzte Slide. Was könnte die Lösung sein? Also auf jeden Fall in Kroatien Kampf gegen Korruption und Klientelismus. Auf der anderen Seite, Deutschland soll entweder eine Art von Entkompensierung diesen Ländern anbieten, im Sinne, dass Deutschland auch sehr viel Nutzen davon hat, ausgebildete junge, also Krankenschwester, Ärzte zu hat. Deshalb sollte Deutschland auch investieren, zum Beispiel in die Infrastruktur, die in Kroatien diese Menschen ausbildet, also sogenannte Kompetenzzentren oder Ähnliches. Und drittes, auf jeden Fall soll Demografie als eines der wichtigsten politischen Anliegen auf der Ebene der EU gesetzt werden. Vielen Dank für das Zuhören. Mehr kann man auch im Buch nachsehen, wenn es interessiert. Und ich werde auch einen Link zu Herrn Demmele zuschicken, falls jemand noch mehr da über das Thema interessiert. Okay, soll ich jetzt meine Präsentation ausmachen? Ja, danke schön. Danke. Professor Jurisch, haben Sie vielen herzlichen Dank für diesen Überblick über ein komplexes Themenfeld. Vor allem sehr spannend fand ich
diese Auswertung, die Sie im digitalen Bereich vorgenommen haben, um so in die Zukunft zu schauen, welche Veränderungen sich dadurch die digitale Nutzung andeuten. Jetzt würde ich, normalerweise machen wir erst immer eine Inhaltsfragerunde und dann eine Kommentarrunde. Ich würde auch mit Blick auf die Zeit das gerne zusammenfassen. Das heißt, bitte, wenn ihr Fragen habt, stellt sie gerne. Wenn ihr aber auch Anmerkungen oder Kommentare habt, auch bitte gerne direkt. Und Professor Juric, Sie können dann antworten in der direkten Antwort einfach. Ja? Zunächst bitte Anja Christen und dann die Judith. Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank für diesen Vortrag, Herr Professor Juric. Die Zahlen zeigen ja in der Tat eine dramatische Entwicklung auf. Und zu den Zahlen habe ich wirklich noch eine Nachfrage. Sie sagen, dass so circa 50.000 Menschen im Jahr nach Deutschland auswandern. Jetzt bin ich Vertreterin der IGBAU, also der Bau- und Agrarumwelt, und wir haben klassischerweise viel mit Arbeitsmigration zu tun und auch mit oder gerade in diesem Zusammenhang mit Auslandsentsendung. Das heißt also Arbeitnehmer, die für eine gewisse Zeit nach Deutschland kommen und dann wieder zurückkehren in ihr Heimatland. Und hier würde mich interessieren, ob bei der Zahl von 50.000 Personen auch die Arbeitnehmer ob in diese Zahl die Arbeitnehmer hineinfließen, die für eine gewisse Zeit im Ausland arbeiten, oder ob die außen vor sind. Im letzteren Fall wäre die Situation ja sehr wahrscheinlich noch schlimmer, weil das in der Regel ja auch sehr gut ausgebildete Arbeitnehmer sind. Antworten Sie gerne direkt, Professor Juric, und danach gehen wir die Rednerliste weiter durch. Okay, vielen Dank für die Frage, Frau Christin. Das ist eine sehr wichtige also Frage. Auch darüber kann man sehr viel auch jetzt sprechen, aber mich kurz zu fassen. Nein, es sind nicht diese entsendeten Arbeiter, das sind nur die kroatischen Staatsbürger. Natürlich, da gibt es auch ethnische Serben und so weiter. Wir wissen nicht, ob das ethnische Kroaten sind. Es sind die kroatischen Bürger. Aber das Problem mit den entsendeten Arbeitern ist ein besonderes Thema der, sagen wir so, zeitgenössischen Menschenhandel. Wir vermuten Folgendes passiert in Kroatien. Die Kroaten einführen Arbeit aus Bosnien, die melden diese Arbeiter in Kroatien an Sozialversicherungssysteme und so weiter. Aber die leihen diese Arbeiter den Leihfirmen in Deutschland. Und da passiert Folgendes. Angeblich arbeitet der Arbeiter in Kroatien, aber er ist über 6 Jahren eigentlich in Deutschland. Das kommt jetzt zu diesem wahrscheinlich Thema, das Sie am meisten interessiert. So kommt es zu dieser Lohndumping, weil das eine Art einfach von Menschenhandel ist. Die arbeiten für viel weniger Geld, sind nicht krankenversichert oft, also für alle Fälle und so weiter. Und wir haben das in der Fleischindustrie gesehen, bei diesen Busfahrern, LKW-Fahrern an der Baustelle. Es gibt unzählige Beispiele und Erfahrungen, die wir auch gesammelt haben. Aber ich habe das gesehen, auch diese faire Mobilität, auch ihre Verdi. Ich kenne also viele Publikationen darüber, und tatsächlich, wir sind der Meinung und wir vermuten, es geht einfach um eine Industrie, die in grauer Zone arbeitet, aber die deutsche Politik will sich auch nicht damit befassen, wie auch nicht die kroatische. Warum? Weil auf diese Art und Weise bekommt Deutschland wieder Krankenpfleger, die man nicht bekommen hätte. Viele Frauen arbeiten den ganzen Tag in der Pflege von Alten. Und das würde viel mehr kosten, wäre das über das deutsche Sozialversicherungssystem geregelt.
Also wir haben Einsichten in diese Ausbeutung von Arbeitern auf Südosteuropa auf jeden Fall. Und danke für diese Frage. Professor Juric, ich würde gerne die nächsten drei Kommentare und Fragen zusammenfassen. Und zwar dann bitte erst von Judith, von Andreas und dann Eckbert und dann zusammen die Möglichkeit für Sie bitte zu entgegen. Judith, du bist zuerst. Du bist aber noch stumm. Jetzt. Auch meinerseits vielen, vielen Dank für den sehr guten Vortrag und vor allen Dingen die verschärften Zahlen. Da ich mich früher tatsächlich da auch relativ stark auf europäischer Ebene mit auseinandergesetzt habe, hätte ich die Frage einmal mit oder auf EU-Blick und einmal auf deutscher Ebene. Die Zahlen und vor allen Dingen die EU wirbt ja letztendlich auch immer mit Arbeitnehmerfreizügigkeit und sieht das ja auch als ganz große Chance. Und dass es hier aber Verlierer und Gewinner gibt, das hört die EU ja doch oft ungern, genauso wie Deutschland. Also meine Frage geht so ein bisschen in die Richtung, hatten Sie schon Gespräche mit der Kommission, hatten Sie schon Gespräche mit dem Beschäftigungsausschuss im Europäischen Parlament oder gab es auch schon Gespräche auf deutscher Seite? Also gerade Deutschland hat ja unzählige Abkommen, gerade was Pflege und Ärzte angeht, also jetzt auch nicht nur innerhalb der EU, sondern auch mit Drittstaatsangehörigen. Und von daher die Frage, gab es da schon Gespräche mit politischen Entscheidungsträgern auf EU- und Bundesebene? Andreas Luttmer, bitte. Ja, herzlichen Dank. Ich finde es eine ziemlich erschreckende Entwicklung und ich finde, es gibt eigentlich nur Verlierer in diesem Spiel. Also am Ende verliert Kroatien, Deutschland verliert und die beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verlieren auch alle. Also das ist eine ziemlich erschreckende Situation. Mir ist das schon mal ein bisschen begegnet. Ich habe mal in Kroatien mich mit der Sonntagsallianz beschäftigt, den Versuchen da was in diese Richtung zu machen und ich fand es furchtbar erschreckend, welche Entwicklung es da eigentlich gegeben hat. Sie haben deutlich gemacht, dass das große Problem eigentlich Korruptionsfragen und Arbeitsbedingungsfragen sind, die dazu führen, dass Menschen aus Kroatien gehen. Und da geht meine Frage hin, welche Bedeutung haben denn an dieser Stelle eigentlich Gewerkschaften als Gegengewicht möglicherweise, um andere Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt aufzubauen? Und gibt es in irgendeiner Art und Weise auch eine Kirche, die da an dieser Stelle eine moralische Instanz bietet und eine Auseinandersetzung fördert? Dankeschön. Dann Eckbert noch und dann für Professor Juric die Möglichkeit zur Antwort, bitte. Ich will auf einen anderen Aspekt eingehen. Ich finde das auch sehr interessant, was da an Sachverhalten zusammengestellt worden ist von Ihnen. Sie haben ja auch auf die Frage der Rückkehrbereitschaft sind Sie ja eingegangen. In den 60er Jahren wollten alle zurückkommen und keiner ist gekommen. Und heute will keiner zurückkommen. Die Frage ist, kommt denn auch keiner zurück? Das ist der eine Aspekt. Der zweite, wenn ich Sie richtig verstanden habe, Herr Professor Juric, kommen ja, wenn welche zurückkommen, im Rentenalter zurück. Haben Sie denn bei den Zahlen, weil Sie auch auf die Frage verhältnisbeschäftigter Rentner eingegangen sind, das nochmal untersucht, wie viele der Rentner, die sozusagen in Kroatien gezählt werden, sind denn Leute, die aus Deutschland zum Beispiel ihre Renten in Kroatien beziehen und dann dort weiterleben, weil es diese Entwicklung ja auch in anderen Segmenten gibt. Das wäre ja auch noch mal zu gucken, wie das sich darstellt. Danke, Eckbert. Professor Juric, bitte. Danke für die Fragen. Ich würde von der letzten Frage zur ersten kommen, wenn das in Ordnung ist. Ja, gerne. Herr Biermann, die Frage. Also ich entschuldige mich, ich kenne Ihre Titel nicht. Vielleicht ist jemand Professor, Doktor. Ich entschuldige mich, also wirklich. Ich glaube, Herr Professor Biermann, oder? Ich glaube, wir sind. Noch, ich habe keinen Doktortitel, ich bin kein Professor, ich bin einfacher Gewerkschaftssekretär. Okay. Wir sind hier alle mit dem gewerkschaftlichen Du oder mit dem geschwisterlichen Du unterwegs. Ich glaube, Sie sind der einzige Professor in unserer Reihe. Für mich ist das auch in Ordnung, auf jeden Fall. Alles klar, gut, das macht es einfacher, schön. Ja, es wäre, wenn wir uns in normalen Fällen getroffen haben, viel leichter, aber okay, jetzt haben wir diese Distanz irgendwie und dann, aber okay. Okay, die Frage des Rückkehrs.
es stimmt und das hervorhebt die kroatische Politik auch ständig. Es gibt viele Auswanderer, aber es gibt auch viele Rückkehrer. Von diesen 50.000 Auswanderer, es kommen 20.000 ungefähr zurück, aber das sind nicht die gleichen Menschen. Es kommen die alten Rentner bzw. die Ausgewanderten zu dieser Zeit der Gastarbeiterära, die kommen jetzt in die Rente. Aber von diesen 20.000 sind nur eine Hälfte der kroatischen Staatsbürger. Man weiß nicht genau, wie viele Deutsche da sind und andere Staatsbürger und so weiter. Auf jeden Fall, das, was wir wissen, ist 20.000 zurück, 50.000 fort. Aber auf jeden Fall, die Entwicklung geht in die Richtung. Wir glauben, Idee für Kroatien ist, ein großes Altenheim Europas zu machen. Natürlich wird das keiner so offen sagen, aber das passiert. Warum denken wir das so? Das Land ist völlig gesund. Wir haben keine Industrie. Wir können über die Naturverschmutzung nicht mal reden, weil man kann hier die Natur überhaupt nicht verschmutzen, weil es keine Industrie auch nicht gibt. Es gibt ein schönes Meer. Und wir denken, dass nur die Kroaten da Störfaktor sind. Also, ja, das Kroatien ist schön. Für jemanden aus Europa ist das eine Immobilie. Und die Kroaten stören. Und jetzt soll man die Kroaten auf alle Seiten des Weltes also verstreuen. Und jetzt komme ich, natürlich ist das eine natürlich zugespitzte These, aber darüber spricht man viel auch unter einfachen Menschen natürlich. Wie kommt es dazu, dass zum Beispiel ein Hektar Land in Kroatien kostet 18 Mal weniger als in Deutschland? Warum ist das so? Und so weiter. Jetzt kommen wir zu dieser Frage von Herr Ludmar Benzmann, zu dieser Frage der Gewerkschaften und Kirche. Die Kirche versucht offen darüber zu sprechen. Es gab auch ein großes Symposium im letzten Jahr in Split über die generelle Auswanderung, aber auch Einwanderung. Soviel ich verfolge, auch die Bischöfe sagen offen, dass das gegenwärtig zur Politik, die sagt, ja, die Auswanderung ist gut, weil die Menschen bekommen neue Erfahrungen, die kommen zurück. Aber die Bischöfe sind viel realistischer und sie sagen, nein, das stimmt nicht, die Menschen gehen für immer weg. Das ist eine Tragödie für dieses Land. Und also würde ich sagen, die Kirche zeigt schon da großen Mut. Aber die Bevölkerung hat am meisten Vertrauen in die Kirche. Das sehen wir bei der Vergleichen bei Parlament, Regierung, Armee, so weiter. Die meisten glauben an die Kirche und erwarten aber viel mehr von der Kirche. Aber die Kirche darf auch nicht sich zu viel politisch einmischen. Ja. Die Gewerkschaften, das Vertrauen in Gewerkschaften in Kroatien ist nicht so hoch, weil viele von denen sind aus Politik gekommen oder verkaufen sich an die Politik. Viele haben nie gearbeitet in einem realen Sektor. Zum Beispiel die meisten von denen sind über 20 Jahre Direktor der Gewerkschaften. Aber das, was ich weiß, die Gewerkschaften haben auch diese Frage der Demografie angegriffen. Aber trotzdem, die Politik reagiert nicht. Für kroatische Politik ist die Frage der Demografie total daneben. Und wir denken, dass das das wichtigste Thema ist. Und jetzt kommen wir noch zur Frage von Frau Windschreiber. Ja, haben wir die Kommission,
kontaktiert und ja, doch haben wir tatsächlich. Wir haben eine kleine Strategie und ein Schreiben, also geschickt an die Kommission, und wir haben die Antwort bekommen. Die Frage war genau das, worüber ich jetzt auch rede. Also, was wird die EU machen zu der Frage der ungerechten Löhne und so weiter in der EU, beziehungsweise die EU-Kern wird immer attraktiver sein als die EU-Peripherie. Wie soll man diese Kern-Peripherie-Frage regeln? Weil wir wissen, also es gibt kein faires Spiel im Neoliberalismus zwischen Kern und Peripherie. Das passiert auf dem Lande, aber auch auf der Ebene der EU. Mit diesen entweder soll man gemeinsame Rentenversicherungssystem an der Ebene der EU schaffen, Gesundheitssystem, oder man kann nicht verschiedene Gehälter haben, also die drei- oder viermal höher sind im Kern als an der Peripherie. Sodass wir, ja, wir haben diese Frage gestellt, wir haben eine bürokratische Antwort bekommen. Die Freizügigkeit der Arbeiter in der EU ist einer der vier Grundrechte. Das war die Antwort. Vielen Dank für diese erste Runde. Jetzt haben wir noch eine zweite Runde. Ich würde gerne noch was sagen, der Christian. Wenn kann sich gleich noch jemand melden, dann würde ich aber diesen Punkt auch gerne beenden wollen. Von mir einmal die Frage, wissen wir, in welchen Branchen Kroatinnen und Kroaten unterwegs sind, die besonders anfällig sind für schlechte Arbeitsbedingungen? Wir wissen es von bestimmten Branchen, auf dem Bau, in der Fleischindustrie auch. In der Pflege, glaube ich, haben wir, wenn es nicht gerade die 24-Stunden-Pflege zu Hause ist, also haben wir aber zumindest in den tarifvertraglich erfassten Bereichen Arbeitsbedingungen, die nicht gut sind, aber nicht die katastrophalste Ausbeutung darstellen. Also die erste Frage ist, wissen wir, welche Branchen da für Kroatinnen und Kroaten besonders gefährlich sind? Die zweite Frage ist, welches Wissen haben denn die Auswanderungswilligen vor Ort, was sie dort erwartet? Wissen die sehr genau, ich gehe da als Informatiker hin und habe darum sehr gute Chancen? Oder wissen die, ich gehe als fast ungelernt hin und werde tatsächlich mit dem LKW möglicherweise wochenlang nur durch Europa kutschiert fahren müssen? Also wer informiert wirklich objektiv über die Realität, die Arbeitsrealitäten in Deutschland? Und die dritte Frage, weißt du davon, dass es irgendwelche Informationen der kroatischen Auslandsgemeinden in diesem Bereich gibt? Wir hatten mal im Gesprächskreis auch einen polnischen Bischof da. Die haben gesagt, sie würden gerne versuchen, die polnischen Auslandsgemeinden und analog dann mit den kroatischen auch, dafür zu nutzen, die Menschen, die von Ausbeutung betroffen sind, besser zu begleiten in Deutschland. Weil zum Gottesdienst kommt man dann doch immer noch irgendwie zusammen, auch wenn die Religiosität auch am Bröckeln ist. Das wären meine Fragen. Christian, magst du deine direkt anschließen oder deine Kommentare? Ja, von mir ist es jetzt eher ein Kommentar, es ist keine Frage. Danke für den Vortrag nochmal. Es ist eher so die Frage, was können wir Seelsorger oder was können wir als Seelsorger bei uns im Land in dieser Frage überhaupt tun? Was haben wir da für Möglichkeiten? Und wir haben in der Betriebsseelsorge zwei Projekte da am Laufen, die vielleicht interessant sind. Darum erzähle ich sie kurz. Das ist zum einen in der Diözese Rottenburg-Stuttgart das Projekt zu Stuttgart 21, und wir basteln gerade in München an einem ähnlichen Projekt zur zweiten Stammstrecke in München. Das sind zwei große Bauprojekte in Deutschland, wo wir wissen, dass viele Arbeiter aus verschiedenen Ländern, also jetzt nicht nur aus Kroatien natürlich, aber aus ganz Europa kommen, und wo wir versuchen, Netzwerke aufzubauen. Ich glaube, das ist was wir tun können. Da ist dann natürlich dabei faire Mobilität, Caritas, die Auslandsgemeinden versuchen wir reinzuholen, Polizei und Zoll, um da Unregelmäßigkeiten aufzudecken. Die IGBAU natürlich ist ganz entscheidend mit dabei, und die Betriebsräte und Betriebsrätinnen der beteiligten Firmen.
Dankeschön. Ich sage jetzt einfach, Tardo, magst du einmal noch reagieren auf meine Fragen und gerne sonst auch auf das, was der Christian gesagt hat? Ansonsten hatte ich keine Kommentare mehr offen. Aha, okay, dann auf jeden Fall danke für die Fragen. Das sind alles sehr wichtige Teile, die wichtig sind anzusprechen. Ja, die Arbeiter aus Kroatien, Serbien, Bosnien und so weiter, die werden sehr oft betrogen, besonders bei diesen entsandten Arbeitern. Warum und wie wissen wir das? Die meisten denken, es sind die Bruttogehälter, also die Nettogehälter. Zum Beispiel, man sagt, ja, du bekommst in Deutschland 2000 Euro und dann der denkt, okay, das ist toll, dann kommt er und bekommt 1300. Weil in Kroatien, Serbien und so weiter, wir sagen die Gehälter nicht in Brutto, sondern immer in Netto. Bei uns spielt keine Rolle, wie hoch ist Brutto, man interessiert sich, was man bekommt, so an die Hände. Ja. Das ist ein wichtiger Punkt. Der zweite Punkt, die wissen nicht, an wen sie sich wenden sollen, weil die nicht Deutsch sprechen. Oft haben die auch Angst. Und ich denke, also das, was Sie, Herr Demmele, gesagt haben, die Einbeziehung von kroatischen katholischen Gemeinden in Deutschland zu dieser Frage der Arbeiterausbeutung ist toll. Das ist wirklich, ich denke, das kann auch funktionieren, weil die kroatischen katholischen Gemeinden, wie Sie wahrscheinlich wissen, ich hatte auch sehr viel mit denen zu tun über den kroatischen Unterricht, den wir dort geführt haben und so. Und wir sind immer noch oft mit, besonders in München und Nürnberg, verbunden. Die Kroaten, besonders im Ausland, finden bei diesen kroatischen katholischen Gemeinden einfach die Gesellschaftlichkeit, die ihnen fehlt und so weiter. Die kommen viel mehr auch zur Kirche als die Deutschen, sagen wir auch das so. Das ist auch eine Tatsache. Und man könnte tatsächlich, so sagen wir, Aufklärungsseminare vielleicht anbieten in diesen Pfarrerhäusern oder diese, alle haben so Seele, also in, na, nicht Seele, so Hörseele, ja. Seminarräume, wo man auch Vorträge darüber halten kann. Und Sie haben noch erwähnt, diese Branchen, ja, Sie haben auch gesagt, die meisten Branchen, wo die Ausbeutung stattfindet, ist diese 24-Stunden-Pflege. Da berichtet man, dass man zum Beispiel nicht das eigene Zimmer, die Tür zumachen darf und so weiter. Dann diese natürlich Bauarbeiter, aber auch LKW-Fahrer und Fleischindustrie. Das sind die vier Branchen, die wir also generell auf jeden Fall sagen können, dass dort die Ausbeutung stattfindet. Und zwar besonders bei den entsandten Arbeitern. Das heißt, kroatische Firma oder slowenische Firma nimmt einen Serben oder Bosniaken, der kein EU-Bürger ist, und beutet ihn einfach aus. Leiht ihn an eine Leihfirma in Deutschland und dann alle, sagen wir, 6 Monate den Vertrag kündigen, dann zurück. Sagen wir, das heißt wie, ja, wie heißt das? Karussellarbeiter. Die gehen ja ständig so in Kreis. Und ich weiß jetzt nicht, gab es noch eine Frage oder ja, war das? Ich glaube, das war alles umfassend beantwortet und alles berücksichtigt. Vielen herzlichen Dank dafür. Das war wirklich ein toller Einblick, jetzt mal wirklich von der anderen Seite drauf geschaut und nicht nur von der Programmatik, die wir sonst hier in Deutschland entwickeln. Mein Vorschlag auch mit Blick in die Runde wäre, dass wir an dem Thema dranbleiben, dass wir vor allem schauen, ob wir wirklich in einen direkten Austausch kommen können. Ich würde auch nochmal mit Jörg Basten dann den Austausch suchen, welche Interessen der Renovabis weiterhin verfolgt, um wirklich mal
gemeinsam möglicherweise vor Ort in Kroatien zusammenzukommen und zu schauen, welche Akteure können wir bei Ihnen zusammenbringen und wie können wir von dem Austausch, den wir zwischen kirchlichen Strukturen und gewerkschaftlichen Strukturen haben, wie kann möglicherweise auch der Dialog in Kroatien davon profitieren? Ja? Ohne dass man sagt, man kopiert eins zu eins das, was wir hier als Tradition haben, dorthin, aber möglicherweise kann es ja doch inspirierend wirken. Oder wie sagt man, so eine Hebammenfunktion können wir da ja vielleicht wahrnehmen. Also wirklich vielen, vielen herzlichen Dank für die Mühe, für die Zeit und für Ihr Einbringen. Fühlen Sie sich beklatscht aus der Entfernung. Danke, danke. Dankeschön. Wir haben die Tradition bei uns in dem Kreis, dass wir immer noch eine Runde machen, wo wir kurze Berichte und Schlaglichter geben aus den einzelnen Organisationen, was wichtig ist. Man kann nicht das ganze Arbeitsprogramm darstellen, das ist klar, aber zumindest sagen, an den und den Themen sind wir gerade dran. Das mag vielleicht auch für andere interessant sein, das zumindest mal gehört zu haben, um eventuell noch Netzwerkarbeit fortführen zu können an anderer Stelle. Ich lade herzlich ein. Christian, magst du vielleicht anfangen? Wenn ich den Lautschalter wieder finde. Ja. Woran sind wir? Zentral in letzter Zeit dass wir neue Leitlinien erstellen für uns. Also wir haben festgestellt, dass unsere alten Leitlinien veraltet sind und entwickeln derzeit neue. Die sind jetzt im Großen und Ganzen fertig, sind durch 1000 Diskussionsprozesse durchgegangen. Wir haben Rückmeldungen von verschiedenen Gewerkschaften und anderen uns befreundeten Organisationen bekommen. Und die werde ich dann, wenn sie soweit sind, natürlich auch euch allen zukommen lassen, wenn es soweit ist. Insgesamt ist die Betriebsseelsorge in Pandemiezeiten gewöhnungsbedürftig, um es mal vorsichtig auszudrücken. Also wir arbeiten halt dann online. Man kommt eigentlich nicht in Betriebe oder nur ganz schwer. Das Einzige, was mir gelingt, ist, weil ich für Einzelhandel in München auch zuständig bin, ja, also Lebensmitteleinzelhandel, da kann man mal vorbeischauen bei den Betriebsräten, die man kennt. Und die freuen sich dann auch, wenn sie einen sehen. Aber so alles in allem ist es, es ist nicht mein Ding, in diesen Zeiten zu arbeiten. Wir versuchen in diesem Jahr eine Bundesfachtagung auf die Beine zu stellen, 2021 im Juni in Regensburg, genau zwischen den beiden Terminen gelegen, die wir für Berlin vorgesehen gehabt haben. Es geht sich also gerade so raus. Wir hoffen, dass wir es in einer Präsenzveranstaltung hinbekommen. Mal schauen. Themen bei uns bundesweit sind zurzeit H&M, also Einzelhandel. Das ist zurzeit ein ganz großes Thema. Einzelhandel insgesamt ist ein ganz großes Thema. Alles, was mit Krankenhaus zu tun hat, ist ein ganz großes Thema. Und ja, zweite Stammstrecke habe ich schon erzählt. Damit bin ich durch. Dankeschön. Jörg Basten kann jetzt das Mikrofon weiterhin, glaube ich, nicht einschalten. Darum wäre es ganz toll, wenn Sie vielleicht ins Protokoll einfach an die Judith, wenn Schreiber wichtige Punkte senden würden, wenn da was ist, was für alle interessant sein könnte. Ansonsten Eckbert, bitte. Ja, bevor ich mit dem Bericht über die IGBCE anfange, will ich kurz bitten, dass wir die Präsentation mitgeschickt bekommen von Professor Juric im Protokoll, weil da doch eine ganze Menge an interessanten Dingen da sind, die man nochmal näher angucken muss.